Kommt mal her, kommt. Beim Familienunternehmen Oli hat der Rinderzüchter noch den direkten Kontakt zu seinen Tieren. 1995 kaufte Peter Oli zwei Fersen, der Anfang vom heutigen Rinderzuchtbetrieb. Mittlerweile besitzt die Familie in Putlitz in der Prignitz zwei Mutterkuhherden mit insgesamt 130 Charolais-Rindern. Die kräftige Rasse wurde in Frankreich speziell als Fleischrind gezüchtet. Die Tiere nehmen am Tag etwa 1,5 Kilogramm zu und erreichen oft ein Lebendgewicht von über einer Tonne. Wegen ihrer gewaltigen Erscheinung und dem hellen Fell werden die Charolais-Rinder auch die weißen Riesen genannt. Für den Rinderzuchtbetrieb Oli ist es wichtig, dass die Tiere möglichst lange draußen auf der Weide sind, in ihrer natürlichen Umgebung. Die Natur ist natürlich das Beste, was man einem Tier antun kann. Und auch den Menschen, das ist doch klar. Das ist selbstverständlich. Im Winter werden die Charolais-Rinder in Kaltstellen auf frischem Stroh untergebracht, wobei aber auch hier dafür gesorgt ist, dass sie nicht in Boxen eng aneinander gedrängt stehen müssen und sich frei bewegen können. Für die Mast ist natürlich das Zufüttern wichtig. Im Rinderzuchtbetrieb Oli bekommen die Charolais-Rinder nur bestes Futter aus eigenem Anbau. Wir kriegen Heu. Eigenes Kraftfutter, also das ist gequetschter Roggen, Hafer und Weizen. Und wenn Peter Oli seine Herden abfährt, gibt es manchmal auch einen kleinen Snack zwischendurch und der schmeckt dann natürlich besonders gut. Das Fleisch der weißen Riesen ist bei Feinschmeckern und Gourmetköchen, vor allem wegen seiner feinen Faserigkeit und Marmorisierung, bei gleichmäßiger Fettansammlung beliebt. Diese wird durch artgerechte Haltung, entsprechende Fütterung und die richtige Reifezeit am Knochen erreicht. Und das wird im Familienunternehmen Oli in der Prignitz garantiert. Statt Massentierhaltung werden hier edle Charolais-Rinder in natürlicher Umgebung gezüchtet. Und das sieht und schmeckt man.